Schön, dass du wieder da bist. Es freut mich, dir heute einen weiteren Grundsatz vom Yoga erzählen. Und zwar geht es heute um Satya. Satya heisst auf Sanskrit, die alte Sprache von Indien, Wahrheit oder Ehrlichkeit. Und das ist etwas, das wir auch öfters in unserem Alltag praktizieren. Jetzt als kurzes Bild. Ich stelle mir jeweils so vor, wenn ich meine Augen schließe, dass das Innere von meinem Körper eine Art wie ein Schneeflocken ist. Und zwar, vielleicht hast du das auch schon gesehen, so die wunderschönen Kristalle, wo jede Schneeflocke hat ein anderes Kristallbild. Und es gibt Experimente, wo man zum Beispiel klassische Musik abgelassen hat und geschaut hat, wie sich die Schneeflocken bilden. Es sind ganz wunderschöne Kristalle geworden. Und dann hat man je nachdem so hasserfüllte Worte oder je nachdem sehr aggressive Musik abgelassen und hat dann gesehen, wie die Schneeflocken so ein bisschen gar nicht mehr so schöne Kristalle gewesen sind, sondern sich ein bisschen in sich zusammengefallen sind. Und darum, wenn ich manchmal so über mein Wesen nachdenke, stelle ich mir eben diese Schneeflocken vor. Und eine Art, alles, was aufbauend ist, alles, was dazu beiträgt, dass der Schneeflocken kann wachsen und ein wunderschönes Kristallbild wird, weiss ich dann, das tut mir gut. Und dann gibt es aber auch Situationen, wo ich wie so ein bisschen merke, mein Schneeflocken fängt an so ein bisschen deformieren und fängt an kleiner werden und so ein bisschen verdruckt werden. Und ich habe das Gefühl, es fängt extrem an mit, ob ich mir selber treu bin und in dem Sinn meine Wahrheit ausdrücke, oder ob ich mich anfange irgendwie verbeugen und nicht mehr so ein gutes Gefühl im Inneren habe, je nachdem etwas sagen, aber etwas anderes denken oder etwas denken und ganz anders handeln. Und das gibt so eine gewisse Unstimmigkeit und so mein Schneeflocken wird immer ein bisschen mehr verdruckt. Darum versuche ich mich daran zu halten, wirklich ehrlich zu kommunizieren, auch wenn es manchmal schwierig ist, aber wirklich das, was im Inneren ist, auch können so gegen aussen zu tragen und durch das eigentlich immer wie ein bisschen mit dem Schneeflocken schauen. Und jetzt gerade bitte ich dich, an dieser Stelle deine Augen zu schliessen und auch mal gegen innen zu schauen und anfangen dir wie deinen eigenen Schneeflocken vorzustellen. Also wie der wunderschöne Kristall, deine Schneeflocken, die verschiedenen Aspekte von deinem wunderschönen Wesen. Und versuchst wirklich dir den schönen, klaren Schneeflocken vorzustellen. Und wenn du jetzt in die Welt rausgehst, respektive nach dem Video, wenn du das abschaltest, probiere Schneeflocken so zu halten und fang dich an achten, was tut deinem Schneeflocken gut, damit er wachsen und noch schöner wird. Und was sind Situationen, wo du merkst, das stimmt jetzt nicht so ganz für mich. Und anfange dir wirklich öfters auch wirklich selber treu zu bleiben. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Hoffe, ich kann dir etwas mitgeben auf den Weg und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.